Willkommen zu einer Premiere nach 4 Jahren endlich wieder Space Engineers. Ich bin der mächtige Brainco und zeige euch, was ich heute nach der langen Pause gebaut habe. Also bleibt dran, es wird spannend! Da kommen nostalgische Erinnerungen hoch, wenn ich meine alte Basis sehe. Hier habe ich euch schon so manche Vorstellung präsentiert und ich glaube, ich werde ein bisschen hier weitermachen. Was ich heute präsentiere, ist ein Landkreuzer. Ich habe dafür noch keinen richtigen Namen gefunden, aber das ist das schöne Fahrzeug, was ich gebaut habe. Ein paar kleine Gedanken zu meinen Bauideen. Ich habe vor 4 Jahren mit Space Engines eigentlich mehr aufgehört, weil es mich irgendwann mal genervt hatte, dass da einfach nur Lego-Blöcke gekommen sind und sonstige Textur-Updates, das Spiel nicht so wirklich vorwärts kam. Und naja, ich habe die eigentlich nach 3.500 Stunden ein bisschen satt gespielt daran und da musste ich mal pausieren. Aber jetzt, ich habe mir 5 DLCs gekauft, jetzt habe ich praktisch alle, die es gibt und ja, ich habe einfach mal richtig meinen vollen geschöpft und raus kam das hier. Die Veteranen unter euch, die meine früheren Videos noch kennen, die werden in dem Landkreuzer eine Ähnlichkeit zu einem früheren Bausatz von mir erkennen, und zwar dem Landkreuzer Vulcanus, die industrielle Variante einer mobilen Basis. Und nachdem ich damit bis rumgefahren habe, festgestellt, die ist doch nicht so ganz optimiert gewesen. Ich muss wahrscheinlich mal was an dem Fahrwerk machen. Aber ich dachte mir, ich wollte mal alle schönen DLC-Blöcke ausprobieren und habe gedacht, ich baue jetzt einfach mal eine Militärvariante. Weil jetzt mit der Contract-DLC haben wir vielleicht auch mal PvE-Gegner, mit denen man sich aufnehmen kann. Ich mache einen kleinen Rundgang durch mein Fahrzeug. Zuallererst das Wichtigste, man kann ohne Jetpack raufklettern. Für die Leute, die vielleicht mal vergessen, ihr Hydrogen anzutanken, so wie ich gerne mal, und dann plötzlich auf den Boden der Tatsachen kommen und nicht wissen, wie man hochklettert. So, hier geht's rauf. Rennkreuzer besitzt 3 Hydrogentanks, die ich zu einem großen verbunden habe. Gerade mit dem neuen Industrietank sieht das sehr schön aus, als ob es hier ein großer Tank wäre. Finde ich super. Unterdeck hier hat auch ein paar schöne Details, wie man sehen kann, die Industrie rührt. Das ist aussieht wie eine, ja, Lenkstange bzw. eine, das kann ich nicht mehr, Auto nennt halt, mit dem man dann den Saft gibt. Egal. Ich habe hier dann noch 4 große Frachtcontainer. 2 davon sind zugänglich, dass man direkt darauf zugreifen kann. Und die Treppen führen auch hier oben in das erste Deck. Hier sieht man auch schon das Beeindruckendste, worauf es ankommt, die großen Geschütze. Ich habe mich für die kleineren erstmal entschlossen, weil diese kein Uran benötigen. Und die neuen Warfare-DLC-Türme, ja, sehen echt schicker aus. Also da habe ich gedacht, komm, ich nehme die halt. Und natürlich ein paar Klassiker, wie jetzt hier die normalen automatischen Kernschütztürme. Einfach nur für die Raketen, dann für zusätzliches Feuer. Ich weiß nicht, ob Raketen noch so ein großes Problem sind in dem Spiel, weil man Kanonen hat. Gehen wir mal auf das nächste Deck hoch. Hier gibt es auch wieder Kanonen. Landedeck. Und ein 3D-Drucker, den ihr wahrscheinlich auch von früher meiner Projekte kennt. Man kann hier jetzt die, ja, das ist auch als sehr schön DLC-Block halt. Einfach mal so einen Deckel halt, um den Schacht zuzupacken halt. Finde ich super. Da gibt es hier die Bedienanleitung. Ist farblich angestellt. Man fährt einfach den Kolben aus und, ah, das hasse ich. Der hat beim Einfügen den Subgrid nicht hinzugefügt. Also da wäre normalerweise jetzt eine Kolbenplatte mit einem Merge-Block, das ich hier verbinden kann. Dann schweißt man die beiden Merge-Blöcke ab und dann hat man das Ganze verbinden. Also ich habe das Ding so gebaut, dass man es im Survival droppen kann. Ja, da müsste auch hier der kleine Projektor fehlen. Ja, das ist super. Okay, ich lerne wieder ein paar Sachen in Space Engines kennen, die ich vergessen habe, wie kacke die sind. Die überraschende Einstellung, die ich noch nicht wusste, dass es die gibt. Gut, dann haben wir natürlich das Landedeck, jetzt eigentlich mit Zahlen ausgestattet, ich finde super. Dann haben wir hier die klassischen Verbinder mit den Schweißern, weil das fand ich eigentlich schicker als die neuen mit dem glatten Boden. Aber vielleicht werde ich es nochmal umbauen, ich weiß noch nicht. Das ist jetzt einfach so meine erste Idee gewesen. Hier über Schaltpult kann man die einzelnen Schweißer aktivieren, damit ihr halt euer angedocktes Flugzeug nochmal reparieren könnt, wenn da mal ein Schaden ist. Ich weiß nochmal von früher, war es mal sehr häufig, dass ich irgendwo mal angestoßen bin und war was kaputt gegangen. Die neuen Solarpanels. Ja, die habe ich auch sehr schön angesetzt. Und die flachen Platten, die kannte ich doch gar nicht halt. Also ich kann man hier immer schön die Markierung auf dem Boden bemalen. Das ist gut.
auch hier wieder nur eine schöne schräge Solarpanel einfach angesetzt als Bodenbelag. Also guter Start für Pertam. Schön viel Sonne tanken, während man unterwegs ist. So, aber ich weiß, von Sonne kann man nicht wirklich leben. Ich habe auch einen kleinen Reaktor, der die ganzen Batterien auflädt, wenn ihr welche habt. Also ganz ohne Uran werde ich nicht auskommen. Hier oben haben wir ein Kommandozimmer für den 3D-Drucker, beziehungsweise einfach nur ein Räumchen, das man sich gut fühlen kann. Aber gehen wir mal in das Innere. Die Luftschleuse hat drei Eingänge. Zwei von außen, eine von innen. Auch hier, Türen automatisch. Man braucht sie also nicht anzuklicken, um sie öffnen. Sie schließt sich hinterher. Das ist mehr so eine Art Wartungsgang. Er war einfach übrig geblieben, nachdem ich einfach hier den Platz nicht benötigt habe. Hier kommt man auf die Steuerbordseite des Decks. Aber gehen wir wieder zurück in das Schiff. So. Wir sind drin. Das schicker aussieht. Hier hat man auch einen Raumanzug drum wechseln. Und die neuen Ventilatoren. Ich liebe diese schönen Ventilatorenblätter. Ja, und die Lichtboden. Das war eine etwas überraschende Idee gewesen, aber hat sich auch bewährt. Ja. Jetzt kommen noch ein paar schickere Sachen halt. Ich habe hier einen schönen Kuhteppich gemacht. Ein Fernseher, weil das hier ist die Kombüse, bzw. der Erholungsraum, wo man direkt landet. Man hat hier direkt eine Sitzbank, wo man Fernsehen gucken kann, eine gute Aussicht, eine kleine Bar, Snackautomaten. Man kann nach vorne gucken, während man rumfährt. Also als Beifahrer in diesem Club zu sitzen, das ist einfach wirklich so die große Campingwagen-Variante. Hier ist auch die Küche für den Betreiber, der die Kombüse hier leitet. Und ja, hier, das ist die Brücke. Brücke habe ich eigentlich aus dem Landkreuzer Vulcanus 1:1 übernommen. Sieht man auch dann den Sensor für die Türen. Man kann also hier schon den Boden gut anschauen und auch eine gute Aussicht nach draußen hat man auch. Man kann also praktisch auch aus der Ego-Perspektive das Fahrzeug fahren. Hier geht es zu den Privatgebäuden, aber gehen wir hier gleich rein. Das ist dann halt die nächste Hauptbrücke. Ich habe hier noch ein kleines Terrarium reingebaut, einfach praktisch ein bisschen grün ist. Und die ganze Vertäfelung aus Holz, damit sich das Ganze mehr warm anfühlt. Das ist also so ein schönes Detail, dass man einfach sagt, so, ah, das ist mal ein bisschen edler. Also das ist jetzt kein Militärfahrzeug im eigentlichen Sinne, sondern mehr so ein luxusmobiles Kampffahrzeug. Auch hier ist schön zu sehen die Uhrzeit, Hydrogen- und Stromanzeige. Und hier oben auch ja die Verbinder, die jetzt eingepackt sind in den Rahmen, gefällt mir auch. Ja, und hier oben gibt es noch eine Toilette für das dringende Geschäft und den Kommunikationsraum. Der Raum hier hat zwei Ventilatoren, weil hier hinten ist der Kolben, der leider nicht luftdicht ist für den 3D-Drucker, also musste ich ein bisschen improvisieren. Aber alles in allem ein schöner Raum, wo man auch mal in Ruhe arbeiten kann, wenn man mal was Privatzeit braucht. So, dann gehen wir wieder zurück zur Brücke. Wir haben auch hier wieder die schönen Ansichten mit den Monitoren. Ich hatte ursprünglich zuerst mal die Hologramm-Monitor gesetzt, aber die Fenstermonitore waren doch besser dafür. Gut, zurück in den Schlafraum. Ich habe jetzt hier drei Betten, das ist das erste. Geht es auch hier weiter, auch hier Terrarium, Bücher, eine kleine Einbauküche, wo man auch mal kurz frühstücken kann. Auch eine gute Aussicht nach draußen, das wäre echt wichtig, dass man eine gute Aussicht hat, immer wichtig. Und ich finde es toll, dass die Einbauküche auch ein Licht hat, da kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit sparen, halt über Ausleuchten. Bei Bunkerbetten und natürlich das leider einzige Dusche und Klo in Kombination, aber es ist vollkommen ausreichend für eine kleine Normalbesetzung. Alles in allem ein Fahrzeug für drei Personen ausgelegt. Ja, und auch hier wieder alles schön mit Holzmaßrohr. So, dann glaube ich, haben wir hier soweit alles gesehen. Machen wir mal eine Runde mit dem Fahrzeug rum. So, anstatt P drücken wir mal die 1, dann können wir das Fahrzeug entriegeln.
Wir haben auch Zugriff auf die Scheinwerfer, dass wir dann halt auch da Energie sparen, wenn wir tagsüber rumfahren. Ich habe mir überlegt, die neuen Sturmflutlichter eine komplette Rundum-Beleuchtung anzubringen, damit man auch überall sehen kann, wo man was ist halt. Wie ihr sehen könnt, ich schaffe sogar fast die 50 Meter Sekunde vielleicht. Aber 46 ist auch schon eine ordentliche Anzahl. Die Federung ist ziemlich einfach gehalten. Also ihr seht, dass ich auch hier mit den einzelnen Rädern ziemlich gut abdämpfe, aber die Balance des Fahrwerks gleich bleibt. Einfach nur super. Gefällt mir. Auf der Spitze habe ich zwei Antennen angebaut mit Ködersystem. Sehr wichtig für Pattern, einfach nur weil ich weiß, wenn da mal Leute mit Blitzen spielen, dass die dann hier einschlagen und so wenig oder gar keinen Schaden machen sollten. Bergauf fährt er auch ziemlich gut. Hat nur leichte Einbuße und hier sieht er auch sehr schön, wie die Reifen arbeiten mit dem Terrain. Ich habe schon lange nicht mehr die Erde mir angeschaut. Wir haben echt ein paar schicke, wo ich doch nicht mehr war. Aber gut, kommen wir zu meiner Planung für die Zukunft, wann ich das Fahrzeug denn präsentieren möchte. Und wir sind auf Pertram. Nicht auf irgendeinem Pertram, sondern auf unserem SAD-Server, wo wir wieder eine neue Runde Space Engineers bauen. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier schon eine kleine Basis gebaut. Die Basis von Greit und Stimmi. Ich bin da auch Mitglied und ich baue hier fleißig meinen Landkreuzer. Die untere Hälfte ist soweit fertig, die obere Hälfte ist jetzt gerade im Bau. Wir sehen, müsste ich jetzt die Blöcke hier oben ans Ende schmeißen, aber man kann schon sehen, dass ich ziemlich weit vorgeschritten bin. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar kleine Änderungen an dem Design annehmen, um das noch anzupassen, zu optimieren. Und dann gibt es noch eine weitere Vorstellung. Hier vorne gibt es dann halt die Brücke, das Deck mit den Waffen. Also ich bin schon Feuer und Flamme mit dem Ding hier rumzufahren, irgendwelche NPC-Fraktionen den Chaos zu machen. Hier oben haben wir unsere Bergbauschiffe und auch ein Schweißerschiff, den Eisenwolf, als auch den Dachs. Überraschenderweise, trotz der Jahre, haben sich die beiden Modelle ziemlich gut gehalten. Ich habe zwar ein paar Gruppen, die nicht mehr funktionieren, ich weiß nicht warum, aber das ist so Nebensache. So, wir fliegen hoch und fangen an ein bisschen zu schweißen. Ich habe bei den Fahrzeugen schon meine Kollegen instruiert, dass wir die Taste P nicht mehr benutzen, weil das für die mobile Basis sehr wichtig werden wird. Da habe ich hier eine zweite Reihe von meinem DAX, als auch bei meinem Bergbauschiff, die... Ach, habe ich vergessen, das Ding aufzuladen. Ach, das war wieder so typisch für mich. Angefangen und nicht vorbereitet. Egal. Zusammengefasst, ich habe hier eine einfache Konstruktion fürs Andocken und Abdocken. Und im ersten Reiter haben wir den Schleifer, als auch den Schweißer, mit dem wir halt unsere Sachen bauen oder demontieren können. Schaut ganz gut aus. Dann brauche ich die Unterseite hier weitermachen. Boah, das ist so beruhigend. Einfach mal mit dem Schweißschiff entlang fliegen und die Blöcke zu Ende schweißen, die man gesetzt hat. Gefällt mir. Und das Wichtigste ist natürlich halt immer schön alles langsam machen, damit man nicht irgendwo hängen bleibt. Das Gute an meinem Flugzeug ist auch noch, dass es klein genug ist, dass ich irgendwo großartig anecken. Ja, klappt wunderbar. So, dann noch den Block hier. Gut, dann sind wir auch einmal von der Vorstellung an der Position soweit fertig. Ich werde dann noch ein bisschen weiter schmeißen und euch auf dem Laufenden halten, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Habt ihr natürlich Bock, jetzt auch mal mit uns wieder eine Runde zu spielen? Kommt doch auf unseren Discord-Server oder Space Engineer Server ist eigentlich auch wieder da. Also fühlt euch frei, einfach beizutreten. Oh, wie ich diese Anzeige gehasst habe. Jedes Mal. Aber besser auf die Weise gewarnt werden, als überrascht, wie ein Ziegelstein vom Himmel zu fallen.
Aber gut, ich werde einfach meinen DAX aufladen, bevor ich weiterarbeiten kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, checkt mir gerne mit einem Like. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr mehr Space Engineers Videos von mir sehen möchtet oder generell was anderes, was interessant sein könnte. Weil ich glaube, ich werde vielleicht eine Zeit lang wieder Space Engineers spielen, jetzt wo ich so viel neuen Baustein seit Probe experimentieren kann. Dann, liebe Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und auch die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund!